Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von GUCART. In diesem Kanal dreht sich alles um die realistische Acrylmalerei. Mein Name ist Thomas und heute zeige ich dir, wie man ein Glas malt. Los geht's! Das erste, mit dem ich beginne, ist ein einfacher Hintergrund, ohne Details. Eine graue Fläche, welche nach links hin etwas heller wird. Um dem Ganzen eine wärmere Wirkung zu geben, mische ich etwas Umbra bei. Dann beginne ich mit der Skizze. Mit einem schwarzen Holzfarbstift male ich die Konturen des Glases auf. Sitzt dann alles soweit, kommen wir zum Pinsel. Mit schwarzer Farbe male ich die ganz schwarzen Spiegelungen im Glas. In diesem Fall handelt es sich um ein liegendes Trinkglas. Mit einem kleinen Flachpinsel trage ich dann die mittleren Grautöne auf. Damit ich die aufgetragenen Farben länger verarbeiten kann, habe ich Trocknungsverzögerer beigemischt. Die Grautöne werden weiter abgestuft und Farbverläufe erstellt. Als Vorlage für diese kleine Malerei dient ein Glas, welches ich vor mich hingelegt habe. Die Schattierungen des Glases halte ich transparent. Dadurch bleibt der Hintergrund sichtbar und erhöht den Glaseffekt. Durch die Zugabe von Trocknungsverzögerer wird das Verblenden der verschiedenen Grautöne wesentlich erleichtert. Genau wie in meiner Vorlage übertrage ich immer mehr Details in diese Malerei. Die Gestaltung des Hintergrundes gibt bereits den Lichteinfall vor. Das Licht kommt von hinten links und wirft den Schatten nach vorne rechts. Ich trage stark verdünnte Acrylfarbe auf und verreibe diese mit dem Finger. Mit dunklen Grautönen und Schwarz ziehe ich nochmals feine Details nach. Dadurch wird der Kontrast des Glases nochmals erhöht und grenzt Kanten ab. Dann kommen wir zum letzten Schritt. In diesem Schritt setzen wir die Glanzlichter und die Highlights im Glas. In diesem Beispiel verwende ich einfach nur weiße Farbe. Mit kleinen Pinseln übertrage ich die ganzen hellen Details von meiner Vorlage auf das Gemälde. Durch das Setzen dieser Glanzlichter erhält das Glas letztendlich seine realistische und plastische Wirkung. Erst das Zusammenspiel von diesen dunklen und hellen Bereichen erzeugt in diesem Bild den Glaseffekt. Mit jedem Pinselstrich kommen mehr Details ins Bild. Durch die Lichtbrechung des Glases wird auch der Untergrund beleuchtet. Diese Spiegelung bearbeite ich ebenfalls mit weißer Farbe. Dann ist es fertig, das Bild. Dir hat dieses Video gefallen? Dann lass mir einen Like da. Abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wenn du alles über meine realistische Acrylmalerei erfahren möchtest, dann empfehle ich dir mein neues E-Book. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Ciao, bis zum nächsten Video.